Ja, das ist doch mal so eine ganz andere Location jetzt hier, ne? Du siehst dich quasi selber, also die Kamera sieht. Reden wir nicht drüber. Hanna, ein neues Video von dir oder für dich, wie auch immer. Fünf neue Fragen, ich habe sie vorher nicht gelesen. Draußen ist wieder was los. Ich würde es ja gerne draußen aufnehmen, aber es regnet, es regnet, es regnet. Nachdem wir uns wochenlang, ja, das waren ja so 2, 3 Wochen, ne, es richtig heiß war, kann ich jetzt draußen keine Videos drehen, weil es nass. Das ist nicht gut für das da. Für mich kein Problem, aber na gut, fangen wir an. Wie spontan bist du? Richtig spontan. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Es sei denn, ich habe auch fast keine Lust. Aber spontan, also ich bin sehr, sehr spontan, definitiv. Welche Frage wurde noch nicht gestellt, die du eigentlich erwartet hättest? Wahrscheinlich irgendwas Finanzielles. Wie steht es mit deinen handwerklichen Fähigkeiten? Nicht so cool. Also mein Bruder ist da handwerklich deutlich eher begabt. Ich bin mehr der am Quatschen ist. Bild aufhängen, ja. Loch bohren, auch noch okay. Aber zum Beispiel den Fernseher, der an der Wand hängt, da musste mein Bruder kommen. Also das, ich hätte es wahrscheinlich hingekriegt, aber ich brauche deutlich länger für solche Sachen. Also wenn ich das abgeben kann, dann mache ich das lieber. Eigentlich könnte ich mir diese Frage ja sparen. Trotzdem, bist du eher Bauch- oder Kopfgesteuert? Die Frage wird gestellt von Tommy, glaube ich, ne? Bauch. Definitiv Bauch. Aber sowas von. Würdest du gerne mal in einem echten Rennwagen den Nürburgring oder so lang düsen oder hast du das schon mal gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Aber würde ich gerne. Ich würde auch gerne mal in diesem. Es gibt doch bei der Formel 1 diese Doppelcockpits da, ne? Das würde schon reichen. Wobei ich glaube, dass. Ich würde nicht sagen, dass mir danach der Rücken wehtut, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ziemlich anstrengend ist. Also wenn die da richtig rumbrettern und du kennst das nicht mit diesen ganzen G-Kräften, das wäre schon heftig, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, waren das 60 Sekunden? Vielleicht knapp drüber, aber vielleicht ist der Titel ja wieder richtig. Frag doch mal den Inventmaster mit Hanna 6666 in 4K in 60 Sekunden. Irgendwie so, ne? Ey, mach das Video jetzt nicht künstlich lange. Dankeschön. Ja, der bin ich, richtig, ganz genau.